Ich habe die Aufzeichnung jetzt gestartet, das heißt, jetzt geht's los. Und falls du schon eines meiner Videos in der Vergangenheit gesehen hast, ich sage meistens am Anfang, alles, was du jetzt sagst, wird im Fall der Fälle oder kann und wird im Fall der Fälle gegen dich verwendet werden, ja? Ja, alles klar, okay. Super. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wiederhole mich, wir haben ja gerade schon kurz gesprochen. Wir starten jetzt mit dem Interview. Die erste Frage, die ich dir stellen werde, ist, wie alt bist du aktuell, Michael? 51. 51. Und genau. Was machst du beruflich? Ich bin selbstständig, Finanzcoach. Ja, okay, cool. Und wie sieht dein Alltag im Allgemeinen so aus? Viel Bürotätigkeit, ja. Viel Sitzen, ja. Viel vorm PC, wenig Bewegung. Okay. Bis auf das, was ich schon immer mache, ich gehe schon immer joggen. Ja, und auch sehr regelmäßig aber, oder? Ja, genau. Ja. Also 5-mal die Woche. Und zusätzlich? Immer 5 ja. Kilometer. Cool, cool. Und zusätzlich hast du auch ein Home-Gym, hast du dir eingerichtet. Genau, genau. Ja. Cool. Perfekt. Wieso wolltest du denn etwas ändern? Beziehungsweise was war so dein Grundgedanke? Ich habe festgestellt, dass das tägliche Joggen und das Training und das alles, was ich da einsetze, mir ganz wenig hilft, mein Wunschgewicht zu erreichen. Im Prinzip habe ich eigentlich nur geschafft, mein Übergewicht zu halten, dass ich nicht noch dicker werde, sagen wir einfach mal. Also ich gehe davon aus, wenn ich nicht gejoggt hätte die ganze Zeit, dass ich noch viel schwerer gewesen wäre. Wobei ich jetzt natürlich nicht fettleibig war mit 97 Kilo, aber trotzdem zu viel. Ja, ja. Schadensbegrenzung. Am Ende des Tages. Im Prinzip, ich habe dann irgendwo auch mal gehört, das Training sind nur um die 20%, 80% ist eben die Ernährung. Und da ich selber schon einiges ausprobiert hatte, was immer nur kurzfristig geholfen hat und ich damit auch nicht klar kam, kam ich irgendwie auf die Idee, oder ich habe dann in Facebook eben die Annonce von mir gesehen, habe gedacht, Mensch, das ist vielleicht eine ganz coole Sache, weil ich habe vor 7 Jahren auch mit einem Coach mal aufgehört zu rauchen. Cool. Und da habe ich gedacht, okay, das ist was, was mir bestimmt helfen kann. Super, super, danke dir. Ja? Da hast du auch schon die nächste Frage beantwortet, wie du auf mich gekommen bist, genau über Facebook bist du auf mich gekommen. Aber du hast auch gerade schon was Interessantes gesagt. Da möchte ich ganz kurz mal aus meinen Interviewfragen rausgehen und dir eine andere Frage dazu stellen oder etwas anmerken. Die meisten Menschen haben ein relativ großes Ego und sind der Meinung, sie müssten es immer alleine schaffen. Und du hast gesagt, du hast vor ein paar Jahren schon mal das Rauchen aufgehört mit einem Coach und dachtest dir in dem Zusammenhang, obwohl du ja tagtäglich Sport getrieben hast und eigentlich ja auch irgendwie wusstest, wie es funktioniert, weil so schlimm siehst du oder sahst du ja nicht aus, also dass du dann trotzdem über dein Ego gesprungen bist und gesagt hast, ey, ich nehme mir einfach mal Unterstützung in dem Bereich und schaue einfach mal, ob ich da nicht vielleicht doch etwas optimieren kann. Ja, na, so gut wusste ich es eben auch nicht. Also okay. Ich sage mal so, man liest ja unheimlich viel. Es gibt dann mal Low Fat, Low Carb, was weiß ich, da ist ja jedes Jahr irgendeine andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird, 8:16, was weiß ich. Aber ich sage mal, das, was ich da jetzt mitgenommen habe, das ist zwar simpel auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wusste ich das so nicht, sagen wir es mal so. Ja, ist doch super, ist doch perfekt, genau. Was hattest du denn, oder ja doch, was hast du erwartet von unserer Zusammenarbeit, ist die nächste Frage. Ja, eigentlich genau das, so wie es lief. Ja. Im Prinzip, dass ich unterstützt werde, dass ich natürlich auch ein bisschen Druck dadurch kriege, weil ich irgendwo ja auch Rechenschaft ablegen muss, logischerweise. Ja. Ja, ich muss ja im Prinzip auch ein Bild schicken, wenn ich es jetzt mal sagen darf, jede natürlich. Woche. Ja, und die Waage. Also, und das motiviert natürlich schon. Ne? Cool. Wobei, natürlich liegt es an einem selbst. Man muss schon auch Gas geben. Also wenn man nichts macht, dann wird es nicht funktionieren. Man muss dabei sein. Ja, genau. Ja, recht. Super. Cool. Die wichtigste Frage, die ich dann immer stelle, die möchte ich dir auch jetzt schon stellen, mittendrin. Du siehst, es geht halt auch relativ schnell. Was hast du denn am Ende unserer Zusammenarbeit bekommen? Sprich, wo bist du gestartet und wo bist du am Ende gelandet? Um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Meinst du jetzt in Zahlen? Oder, ja, in Zahlen. Oder? In Zahlen, gewichtstechnisch. Gestartet bin ich im Prinzip mit 97, sage ich jetzt mal. Wobei an dem Tag, als wir dann angefangen haben, waren sie irgendwie knapp 96. Aber das war halt eine Schwankung. Eigentlich lag ich immer bei 97. Ja. Jetzt liege ich aktuell bei um die 87. Ja. Mein Ziel ist 85 bis 83. Ich weiß aber, warum ich es nicht
in der Zeit erreicht habe. Aber es ist auch gar nicht schlimm, sage ich jetzt mal. Es hängt damit zusammen, dass ich zwischendurch eben nicht immer den vollen Zug hatte. Aber ich finde es jetzt gar nicht so dramatisch. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja? Cool, und ich bin auch noch nicht fertig. Perfekt, perfekt. Finde ich gut. Sehe ich auch ähnlich. Muss ich ganz kurz mal sagen, das Interview werden ja vermeintlich im Nachgang auch Leute sehen, weil du weißt ja, dass ich da damit auch in irgendeiner Art und Weise versuche, andere zu sensibilisieren für das Thema, dass es halt ein wichtiges Thema ist und dass es, es gibt halt nichts Wichtigeres, als sich im eigenen Körper wohlzufühlen und logischerweise auch die Gesundheit zu fördern. Aber in deinem Fall, das ist auch so der Klassiker, dass Menschen ihr Potenzial auch irgendwo teilweise, gemein gesagt, verschenken. Das heißt, du hast halt, habe ich dir auch schon gesagt, sage ich auch jetzt nochmal, du hast, also bei dir ist alles gegeben, du hast ein Homegym, du bist fit, du bist halt auch fit, du gehst 5 Kilometer tagtäglich joggen und da sind halt einfach, ist alles perfekt, mehr oder weniger, aber es ist halt auch immer eine Fokusfrage und dann wird doch der Fokus wieder auf Arbeit gelegt, der Fokus wird auf dieses und auf jenes gelegt. Was ich dir damit eigentlich nur sagen möchte oder allen damit sagen möchte, ist, am Ende des Tages ist es eine Prioritätenfrage. Und so hast du es halt auch gesagt, du weißt, woran es gelegen hat. Und das ist halt auch das Gute. Wenn man das erstmal realisiert und wenn man weiß, okay, wie es funktioniert, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Ja? In deinem Fall ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Wenn du jetzt sagst, okay, bis Ende November möchte ich XY erreicht haben und ich werde alles darauf setzen, dann wirst du es erreichen, was du wahrscheinlich vor 3 Monaten so nicht geschafft hättest. Ja, und das ist halt sehr cool. Nee, muss ich echt sagen. Ja. Also das Gute ist, dass ich jetzt auch eine dauerhafte Motivation habe. Also wie soll ich sagen, es war in der Vergangenheit immer wie so eine Kurve. Ich habe dann eine Zeit lang quasi wieder Gas geben können und irgendwann ist der Alltag wieder gekommen. Ja. Und ich habe jetzt auf jeden Fall das Gefühl, dass das diesmal nicht so ist, weil ich ein paar Instrumente habe, wie ich ganz gut steuern kann, sagen wir es mal so. Ja, perfekt, perfekt, super. Dank dir. Alles in allem, war es denn schwierig während unserer Zusammenarbeit? Also hattest du das Gefühl, dass es unabhängig davon, ob du jetzt 1:1 perfekt alles hinbekommen hast, ist es schwierig in der Umsetzung? Für mich war es nicht schwierig, wobei ich jetzt sagen muss, ich bin ein Fan, wo immer gern alles frisch ist. Ja. Und ich sag mal so, man muss da ein bisschen vorbereiten auch. Also wenn ich jetzt ein Angestellter wäre, wo irgendwie, keine Ahnung, morgens in die Firma müsste, wäre es vielleicht schwerer. Aber für mich war es überhaupt nicht schwer. Ja. Ja. Ich konnte mir mittags dann was zu essen machen, teilweise habe ich mir es vorbereitet. Das muss man halt machen, aber easy eigentlich. Ja. Aber man könnte ja auch auf andere Varianten ausweichen. Es gibt auch Dinge, da machst du die Tüte auf und fertig. Ja. Also. Und letzten Endes kannst du logischerweise auch frisch essen, wenn du möchtest. Du kannst ja auch ins Restaurant gehen am Ende des Tages. Ja, genau. Das funktioniert auch gut, also definitiv. Ja. Cool, perfekt. Gibt es Probleme aufgrund der Entfernung? Ich meine, ich sitze in Berlin, wir sitzen in unterschiedlichen Städten. Nee, das geht ja heutzutage super. Ja, also für manche noch nicht vorstellbar. Manche meinen, man müsste sich im Fall der Fälle gegenseitig anfassen können. Also die Leute wollen dann so dieses 1:1 im Persönlichen, also im selben Raum am besten sein. Also ich sag mal, natürlich ist, wie soll ich sagen, es ist einfach die Zeit. Die Zeit ist rasend und das ist einfach auch die Entwicklung. Ja. Und natürlich ist es noch ein bisschen charmanter, wenn man das Ganze 1:1 macht. Aber wie soll man das machen? Du bist in Berlin, ich bin hier in Mannheim. Also von daher, es passt, man kann das gut umsetzen. Ja. Cool. Man braucht auch weniger Zeit. Es ist einfach, ich muss nirgends hinfahren, wir können uns kurz abstimmen. Also von daher. Perfekt. Passt, perfekt. Alles gut. Super. Super, Michael. Wir haben es auch schon gleich. Vorletzte Frage, mehr oder weniger. Ja. Du hast es mehr oder weniger beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Was wirst du für die Zukunft für dich mitnehmen? Also so ganz allgemein, kannst du dazu was sagen? Dass ich alles dran setzen werde, dass es nicht wieder hochgeht mit dem Gewicht. Ja, okay. Ja, das ist doch super. Also das heißt, du hast ein gewisses Bewusstsein und auch für deine Person, nicht nur Ziele, sondern auch, du weißt, wo dein Ziel liegt, beziehungsweise wo du nicht wieder hin möchtest. Ganz genau. Ja, cool. Bei dir war es ja so, dass du mehr oder weniger kurz vor den 100 warst. Das war auch so der Punkt, weshalb du etwas ändern wolltest, richtig? Du warst da bei 97 und du wolltest nicht, dass es noch weiter in die andere Richtung geht. 51 Jahre alt, ist ja auch dann so ein Punkt, wo viele der Meinung sind,
jetzt ist es halt auch so, wie es ist. Und dann gibt es Leute wie dich glücklicherweise, wie auch viele andere Menschen, die der Meinung sind, ey, warte mal, ich habe im besten Fall noch 50 Jahre zu leben und hier ist noch lange nicht Feierabend, ja. Weil erst viele Menschen ja, die leider akzeptieren, ja. Der Punkt ist, ich sage mal, ist ja logisch, je älter man wird, desto die Muskeln bauen auch ab, man muss gegenhalten. Ja. Deswegen auch ganz cool die Ernährungstipps eben, ja. Ganz wichtig. Ja. War mir vorher auch nicht klar so in der ja. Form. Ja. Dass ich eben andere Dinge essen muss, um eben auch, ich sage mal, die Muskeln aufzubauen. Ja, perfekt. Ja, ja, richtig cool. Genau. Super. Letzte Frage. Das ist auch mehr oder weniger die wichtigste Frage, Michael. Deshalb darfst du jetzt wirklich nichts Falsches sagen. Und zwar, was kannst du ganz allgemein abschließend zur Zusammenarbeit mit mir sagen? Bitte jetzt nichts Falsches. Nein, Quatsch. Sag, was du sagen möchtest. Ja gut, ich sag mal... die Frau lacht schon im Hintergrund, ich höre schon. Ja, was soll ich sagen? Das Ziel ist fast erreicht, aber wie gesagt, wenn ich noch ein bisschen strammer gewesen wäre, hätte ich es auch erreicht. Das ist nicht schlimm. Ich habe es auf dem Fokus. Die Unterstützung war sehr, sehr gut. Definitiv. Also wir waren immer in Kontakt irgendwo. Teilweise lag es auch an mir selbst. Ich hätte ja viel öfter auch Dinge fragen können. Also wie soll ich sagen, ich kann dich ja ständig kontakten. Ich bin da aber einer. Ich mache auch viel so ein bisschen mein eigenes Ding dann. Deswegen denke ich, dass es Leute gibt, die dich vielleicht öfter kontaktieren, wie ich jetzt persönlich. Aber ne, perfekt, alles super. Geil, vielen Dank. Ich kann es nur weiterempfehlen. Vielen Dank, super. Aber man muss auch ein bisschen was tun. Also ganz von alleine geht's nicht. Das ist wichtig, also, dass du das sagst. Das ist, weil es ist kein Hexenwerk und es ist keine Zauberei. Aber wer etwas, also ohne Input kein Output, sage ich immer. Und ja. Wenn du selber nichts machst, dann wird halt es, wenn du etwas verändern möchtest, aber selber nichts veränderst, dann wird sich halt auch nichts verändern am Ende. Ja, es gibt ja auch, was weiß ich, teilweise auch Diäten, wo man dann irgendwie sagt, hier, du hast null Anstrengungen, kannst alles genauso machen wie bisher. Das funktioniert nicht. Es funktioniert also nicht. Man muss schon ein bisschen mitarbeiten und umstellen und dann passt es. Ja. Es gibt nicht die Wunderpille, aber super, danke dir. Perfekt, ich beende jetzt hier die Aufnahme, aber du bleibst ja, noch kurz drin. Super. Alles klar, okay.